mit dem Rollstuhl in den Bahnhof rein oder aus dem Bahnhof raus, als Person mit einer Sehbehinderung Informationen zum Bahnverkehr oder den Weg zum richtigen Gleis finden. Das Behindertengleichstellungsgesetz, das vor 20 Jahren in Kraft getreten, verlangt, dass ab diesem Jahr das an jedem Bahnhof der Schweiz möglich sein soll. Aber da ist man weit davon entfernt. Über 500 Bahnhöfe erfüllen die Normen noch nicht. Ganz zur Enttäuschung von Inclusion Handicap, einem Dachverband der Behindertenorganisationen in der Schweiz. Also, es ist einiges gemacht worden, aber wir stellen fest, dass die zuständigen Akteure eigentlich eine relativ lange Zeit nichts unternommen haben, also die Zeit verschlafen haben, obschon sie eigentlich gewusst haben, dass sie 20 Jahre Zeit haben, um die ganze Infrastruktur umzusetzen, also autonom zugänglich zu machen. Das Problem ist überall. Bei uns haben es zum Beispiel die Durabahnen und die BLS nicht geschafft, sich der heutigen Zeit anzupassen. Auch die grösste Eisenbahngesellschaft im Land hat das Ziel bei weitem verfehlt. Die SBB muss noch um die 300 Bahnhöfe nach diesen Normen umbauen. Also die Anforderungen sind strenger geworden. Das heisst, man muss viel mehr Bahnhöfe anpassen, als was ursprünglich geplant war. Und zweitens gibt es sehr viele andere Baustellen, Unterhaltsbaustellen oder Entwicklungsbaustellen. Und das heisst, wir können nicht alle Baustellen gleichzeitig ausführen. Für die Mängel zu überbrücken, bietet die SBB Alternativen an. Seit langem haben wir den Callcenter Handicap, der eine kostenlose Unterstützung leistet für die Menschen mit Behinderungen. Und ab diesem Jahr gibt es neu einen Taxiservice. Das heißt, ab gewissen Bahnhöfen gibt es ein Taxi, das kommt und diese Personen befördert bis zum Bahnhof, wo sie hinfahren möchten. Für Inclusion Handicap sind diese Alternativen besser als nichts. Aber die Massnahmen dürfen nur temporär sein, weil am Ende entsprechen sie nicht dem Gesetz. Das sagt, Leute mit einer Behinderung müssen den öffentlichen Verkehr ganz selbstständig nutzen können. Der Bund hat das Gesetz in die Vernehmlassung geschickt. Inclusion Handicap will jetzt Druck machen, sodass bis spätestens 2030 alles den Normen entspricht. Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass es mit einer Frist nicht reicht, dass man so nicht zu dieser Umsetzung kommt. Das heisst, es ist jetzt wirklich wichtig, dass man eine klare Regulierung braucht mit Begleitmassnahmen. Also eine Frist natürlich, eine kürzere Frist, aber eben auch Begleitmassnahmen und natürlich auch eine solide Finanzierung von diesen Massnahmen. Also wir werden diese Bauarbeiten so schnell wie möglich ausführen. Das ist unser Ziel. Aber wir schätzen, dass alle Bahnhöfe werden fertig sein, ungefähr um 2035. Es gibt noch viel zu tun, und das nicht nur bei Eisenbahn. Inclusion Handicap schätzt, dass etwa 2/3 von allen Tram- und Bushaltestellen im Land nicht den Normen entsprechen.